Die brutale Wahrheit, die dieser Comic vermittelt, lautet: Menschen aus Afghanistan will niemand aufnehmen. Denn sie werden bereits im Nachbarland Iran dermaßen entsetzlich schikaniert und ausgebeutet, dass sie ihr Heil in immer weiterer Flucht suchen. Anhand 5 realer Schicksale schildert Games die Lebensumstände und Fluchterfahrungen von Hamid, Muhammad, Sia, Nima und Afsaneh. Dass wir diesen Personen dabei nicht allzu nahe kommen, liegt in der Natur dieses thematischen Sachcomics begründet. Diese 5 jungen Menschen aus Afghanistan nämlich stehen stellvertretend für Hunderttausende, die wie Hamid und Sia vor der Rekrutierung durch die Taliban flüchten oder vor Gewalt wie Muhammad und Afsaneh oder wie Nima vor allgegenwärtigem Terror. Patrick Oberholzer heißt der Schweizer Illustrator, der mit Games seine erste Comicarbeit vorlegt und ein schwieriges Thema in griffig und verständlich aufgemachten Doppelseiten präsentiert und man traut sich fast nicht zu sagen, wunderschön noch dazu. Der Autor und Zeichner flicht in seine umfangreichen Recherchen Geschichte und Hintergründe zu Afghanistan ein, zeigt auf Landkarten, wo sich unsere Personen befinden, erläutert das Netzwerk der Schlepper und wie diese konkret bezahlt werden. Der Titel Games spielt auf die Bezeichnung der Flüchtenden für ihre Fluchtversuche an. Ein Game ist ein Versuch, über die Grenze zu kommen, hier dargestellt an Hamids Einreise von der Türkei nach Bulgarien. Erwähnt sei noch, dass es sich bei dieser Graphic Novel um eine Schweizer Produktion handelt, weshalb unsere Geflüchteten in der Schweiz ankommen und dort auch integriert werden. Die Verhältnisse sind aber in etwa auf Deutschland übertragbar, worauf im Text auch hingewiesen wird. Games im vollen Titel Auf den Spuren der Flüchtenden aus Afghanistan ist ein wertvoller Sachcomic, der uns viele Einsichten vermittelt. Die erste bereits erwähnte lautet: Menschen aus Afghanistan will niemand aufnehmen. Die schlussendliche jedoch lautet: Menschen aus Afghanistan sind Menschen mit Nöten, Wünschen und Hoffnungen wie wir alle. Davor dürfen und können wir die Augen nicht verschließen.